Leute und willkommen zurück zu einer neuen Session von World of Warcraft, wie ihr sehen könnt. Ja, wir sind kurz vor der 100. Folge. Wir haben zwar schon mehr als 100 Folgen aufgenommen, aber von der offiziell 100. Folge sind wir noch 6 Folgen entfernt. Diese Session wird dann also 5 Folgen ergeben und dann... Ja, in der nächsten Session kommt dann die 100. Folge. Ich überlege mir, ob ich den Instanzbesuch mache draus oder ob das was ganz Normales wird, sehen wir dann. Aber zuerst müssen wir Yola Dunkelschlinger töten. Das war unsere letzte Aufgabe, die wir zu erledigen haben. Also machen wir die auch. Übrigens weiß ich noch nicht, ob am Samstag und Sonntag dann weiterhin was kommen wird, wenn dann das Inferno down ist, also fertig ist. Dann ist Inferno down. Wir haben ihn besiegt. Nein. Wenn wir damit zu Ende sind. Könnte auch sein, dass da erstmal nichts kommt oder ob wir vielleicht noch ein zweites Langzeitprojekt am Wochenende machen werden, wie Fallout 76 oder Elder Scrolls Online. Das geht ja mal gar nicht, dass du mich hier angreifst, du Fallensteller. Das ist ja immer assi von dir. Kannst du mal sein lassen. Vielen Dank. Ich weiß, es sind Schlangen. Kommt jetzt raus. Ja. Aber sie verschwinden auch direkt wieder. Das ist sehr schön. Können wir gerade ein bisschen essen hier. Denn da ist die Yorla. Die gute alte Yorla. Okay. Dann wollen wir mal. Yorla. Ein letztes Stündlein hat geschlagen. Das. Da fällt mir auf. Eigentlich muss ich mal wieder Blumen gießen. Ich weiß nicht, bei der Kälte. Aber ich habe es schon länger nicht gegossen. Das ist ja voll unfair von mir. Ups. Komm, hör auf, mich die ganze Zeit hier anzugreifen. Nee, 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 immer diese Fallensteller hier. Oh, die armen Schlingchen. Ach so, das ist jetzt auch wieder was Neues. Keine Brownies mehr, sondern Törtchen. Sehr schön. Naja, solange es nicht zu ungesund ist, passt das ja. Immer lieber mit dem Wasserschreiter. Was sind das übrigens für Geräusche, wenn die auf einen schießen? Hören sie mit so Spielzeugwaffen auf einen schießen? Nee, nee, nee. Ja, wie gesagt, ich hätte da noch zwei Projekte, die ich am Wochenende bringen wollen würde. Ich muss halt auch auf das Projekt Lust haben, sonst macht das ja keinen Sinn. Und das eine wäre halt... Ne, es sind sogar drei. Das eine wäre der Elder Scrolls Online, das zweite wäre Herr der Ringe Online und das dritte wäre Fallout 76. Ja, ich möchte mich eher gerade auf Projekte konzentrieren, die mir Spaß machen, die ich auch selber spiele. Und das wären halt die Sachen. Und deswegen muss man schauen. Willkommen! Gute Arbeit. Ihr habt einer der größten Verbrecherinnen Eisenschmieders der Gerechtigkeit zugeführt zu Cora. Ihr habt euch eine ziemlich große Belohnung verdient. Ja, naja, so groß ist das Schwert jetzt nicht als Belohnung, aber... Ja, jeder wie er mag. Vielen Dank. Ausgrabungsleiter Velska hat südöstlich von hier in diesen Bergen seit geraumer Zeit die Ausgrabung geleitet. Vor einmal hatte er Probleme mit Raptoren, aber in letzter Zeit hatte sich die Lage gebessert. Vor ein paar Tagen haben wir nun erfahren, dass er die ganze Ausgrabungsstätte evakuieren musste. Ich weiß nicht, was dort vor sich geht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kataklysmus einen Steinbruch sicherer gemacht hat als vorher. Dort arbeiten gute Zwerge zu Cora. Würdet ihr hingehen und nachsehen, was da dort los ist und vielleicht euch helfen? Auch helfen? Man sieht sich! Euch helfen, ja. Hilf uns, Junge! Ja. Wir helfen doch gerne. Hey, warum?
Ich kapiere das manchmal nicht. Ich meine, nach einem Schlag soll er dann nicht mehr schwimmen können, okay, aber das müsste sich doch dann wieder beruhigen, oder nicht? Ja, jetzt geht's. Sehr seltsam, sehr seltsam. Sobald wir einmal getroffen wurden, können wir auch nicht mehr über Wasser laufen. Solange bis wir nur im Mountain. Das ist traurig. Aber manchmal will es das Spiel so. Okay. Weiß, wer es jetzt kommt. Daran erinnere ich mich. Ja. Wir haben hier keinen. Nee, wir haben hier keinen, Buchstein. Seid gegrüßt, Marker. Wir haben auf jeden Fall ein Raptorenproblem. Oder sowas in der Art. Es ist eher, dass die ganze Grabungsstätte auf uns losgegangen ist. Ich habe noch nie gesehen, dass Felsen und Fossilien sich so aufregen können. Hör zu, mein Freund. Jeder gute Archäologe kennt die Risiken seines Berufs. Wenn man nicht wenigstens einmal in seiner Karriere einen uralten Dämonen ausgräbt oder von einem boshaften Geist verflucht wird, das tut man nur nach Blunder. Fachearchäologen wissen, dass Kleinigkeiten wie versteinerte Knochen, die zu Skelettkriegern reanimiert werden, kein Grund sind, die Arbeit einzustellen. Diese versteinerten Knochen brauche ich, erbeute sie von den Fossilienmonster, die in der Gegend umherstreuen, und bringen sie mir. Ich werde euch belohnen. Ja, wir haben es anscheinend mit lebenden Fossilien zu tun. Falls es euch entgangen sein sollte, das Land hier im Sumpfland ist ziemlich chaotisch. Überflutungen, Erdbeben und jetzt wird noch der Boden wild. Ich hätte nie geglaubt, dass wir einmal von unserer Grabungsstelle angegriffen werden würden. Aber seit kurzem laufen Erdschollen amok und versuchen, jeden Zwerg zu zerquetschen, den sie finden können. Ihr seht jung und kräftig aus, Lehrenelf. Werdet ihr dort hinuntergehen und diese Klumpen etwas Verstand einprügeln? Seid auf der Hut. Sie schaddert. Machen wir doch gern, aber hier ist noch eine Quest. Wie geht's? Ich bin für die Ausrüstung dieser Ausgrabungsstätte verantwortlich. Es läuft ganz gut, aber die schnelle Abreise hat uns nicht gut getan. Archäologen brauchen schließlich Werkzeuge. Man kann unbezahlbare Antiquitäten nicht mit den Händen ausgraben. Wenn ihr zur Ausgrabungsstätte reist, könnt ihr uns das Werkzeug, das zurückgelassen wurde, mitbringen? Mögen eure Reisen ja, sicher sein. Ich hoffe nur, dass dieses Zeichen dann auch mindestens 5 Folgen lang sein wird. Ich weiß nicht, was nach dem Sumpfland kommen sollte. Da müsste ich dann erstmal nachschauen. Naja, gut, gibt's Schlimmeres. Also ich... geht's da auch? Ne, da geht's nicht hoch. Okay, gut. Okilidokili. Tote Raptoren, das übliche. Man kennt's ja. Hier ist die Ausgrabungsstätte. Hammer und was auch immer das dritte war. Zweite war. Und hier haben wir es mit lebenden Fossilien zu tun. The Walking Jurassic Park oder so. Walking with Dinosaurs. Ach ja. Sehr spannend mit den zwei Angriffen, die wir hier haben. Aber wir kriegen ja bald die Frostkugel dazu. Vielleicht könnten wir da ein bisschen mehr pullen. Aber vielleicht. Vielen Dank. Hier ist Paläotischer Elementar, okay. Paläotolischer, ach, wie auch immer. Paläolithischer Elementar. Was soll das heißen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Behalte deinen Beschuss hier für dich. Okay. Wir müssen aber echt 20 Raptoren töten. Ich hoffe mal nicht. Nee, die können auch 3 droppen. Okay, gut. 1-3 anscheinend. Ist ein bisschen unrealistisch, aber ja. Dass sie nur 1-3 Knochen dabei haben, ich meine, wie viel zerstören wir denn dann? Bei dem müssen wir wohl fast alles zerstört haben. Nee.
mehr du lebendes Fossil. Dein letztes Stündschlein. Stündschlein. Dein letztes Stündschlein hat geschlagen, genau. Stündschlein. Nein, Stündlein natürlich. Also auch noch mit der linken einen hinterher und dann war der platt. Die Elementare hier sind aber nicht gerade die furchtbarsten Gegner, die man sich vorstellen kann. Aber ja, was hättet ihr denn als Wochenendprojekt nach Damnedes Inferno Lust? Ich hätte da drei Projekte zum Anbieten. Vermutlich am erfolgreichsten wäre Fallout 76, nehme ich an. Weil das kann man auch als Endlos-Projekt machen, weil da kommt ja auch immer was Neues, soll ja auch immer was Neues dazukommen. Ich kann ja nicht sagen, dass immer was Neues dazukommt, weil ich es noch nicht weiß, aber sie sagen es und ich glaube ihnen mal. Da will ich mal Glauben drin finden. Na, mal schauen. Wobei, ESO bringt halt auch immer was Neues und da habe ich ihn am Po und könnte ihr alles zeigen. Elder Scrolls Online. Während WoW mit Gold finanziert wird, das Abo, kann ich mir deswegen ESO als Abonnent leisten. Und bei Herr der Ringe Online wollen sie jetzt gerade diese Art Classic Server, die keine Classic Server sind, weil sie eigentlich dämlich sind. Weil hat eigentlich nichts mit Classic zu tun, es bleibt alles so wie es ist, nur der Content wird ist begrenzt und da kommt dann nach und nach der Content wieder. Da hätte ich eher Bock auf den richtigen Server. Und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, wenn die nur eintroppen, wird es hier lange dauern mit dem Sumpfland. Und da sind die coole Vase. Ja, jetzt hier Lebergnom. Oh, der hatte mal drei dabei. Das ist mal ein gnädiger Raptor. Ja, du bist aber ein gnädiger Raptor. Ja, ein ganz feiner. Knochen werfen. Werf deine Knochen mal woanders hin. Oh, der hatte auch drei Stück. Das war ja auch ein gnädiger. Apropos drei, ich brauche noch drei Elementare. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Frostkugel. Oder wie die hier heißt. Nimm mal hier so eine. Und jetzt du noch. Und dein Kollege dort. Ich kann mal das ja auch mal so mal ein bisschen mit Kiten machen. Dann würde ich nicht immer einen aufs Maul bekommen. Könnte man machen. Muss man aber nicht. Das geht auch so. Oh. Achso, das ist nur eine andere Farbe statt des Vanware. Aber die gibt es anscheinend in zwei Farben. Komm. Stirb einfach. Und danke, dass ihr mal drei bringt. Das ist nett von euch. 2x2 wäre auch okay. Weil ich muss so oder so mindestens zwei töten. Wenn ich Pech habe, mindestens 4, höchstens 4. Also 2 bis 4. Ja. Oh, 2. Okay. Nein, das. Warum greife ich denn so ein Elementar an? Das wollte ich doch gar nicht. Ich trottel. Egal. 900 EP nehme ich mal mit. Brauchen wir ja nur noch. Oh, 35. Naja. Circa 45.000, so plus minus. 1.000. Und du weißes Knochengerüst. Bring mir deinen letzten Knochen. Okay, da braucht man sogar einen mehr als benötigt. Okay, das war's hier mit dieser Grabungsstätte fürs Erste. Ich weiß nicht, ob wir nochmal reinkommen, aber ja.
Warum nicht? Eine Folge in der Grabungsstätte. In der Grabungsstätte. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich muss mal kurz was nachgucken, Leute. Sorry. Auf dem Desktop. Ne, kann ich gerade nicht. Das kann ich gerade nicht. Sonst werde ich ja nachgucken, was hier nach dem Gebiet kommt, weil ich weiß nicht, wie viele Quests wir noch vor uns haben. Ingenieure und Archäologen, das dürfte das dritte Kapitel sein, ja. Naja.